Ich begrüße dich herzlich zur Eutonie-Stunde mit Martina Kress. Heute zum Thema Füße, Beine, Hüftgelenk. Ich denke, du hast dir deinen Platz mit einer Matte oder Decke schon bereitet. Lege dir bitte auch noch ein zusätzliches Handtuch bereit, was du an der Schmalseite faltest und dann zu einer festen Rolle zusammenrollst. Leg diese Rolle neben deine Matte und nimm Platz auf deiner Matte und komm allmählich an den Boden. Spür dich, wie du heute ankommst. In welcher Lage findest du dich auf der Matte ein? Wie begegnet dir der Boden heute? Was brauchst du, um anzukommen? Ist es ein Räkeln, ein dich strecken und dehnen? Oder hast du das Bedürfnis, dich klein und rund zu machen? Nimm dir einen Moment Zeit für Bewegung oder für Ruhe. Und egal, was du tust oder auch lässt, bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei der Begegnung mit dem Boden. Wie kommt dir heute seine Festigkeit entgegen? Kannst du sie als Stütze nutzen? Und komme dann allmählich zur Ruhe und in die Rückenlage. Lege dich einen Moment mit lang abgelegten Beinen hin und nimm dich wahr, wie du ankommst in dieser Lage. Ist diese Lage für dich bequem oder gibt es irgendwo Spannungen? Spüre deine Auflageflächen, den Hinterkopf, im oberen Rücken, die rechte und die linke Schulter. Und welche Bereiche deines Rückens berühren sonst noch den Boden? Spüre ihn in der ganzen Länge bis zum Becken. Und nimm dann auch wahr, wie dein Becken aufliegt, wie breit und wie lang ist diese Auflagefläche. Spür dem Gewicht deines Beckens nach Richtung Boden und nimm noch ein bisschen mehr den Boden in Anspruch, indem du dich noch mehr dorthin wendest und dich zum Boden hin löst. Und dann spür zu deinem rechten Bein. Wie liegt das Bein auf? Wo kannst du die Berührung des Bodens spüren? Berührt der Oberschenkel den Boden? Oder spürst du die Berührung erst im Unterschenkel oder an den Fersen?
Und dann spür weiter zu deiner Fußsohle, im Strumpf. Was kannst du von dieser Umhüllung spüren? Und beweg so ein klein wenig deine Zehen, sodass du sie deutlicher in der Berührung zum Strumpf spüren kannst. Gibt es da viel Platz im Strumpf oder liegt der eng an? Und dann lässt du das auch wieder und spürst nochmal das ganze rechte Bein, bevor du dich dem linken Bein zuwendest und auch das wieder spürst. Wie hat sich das linke Bein abgelegt? Wo gibt es Berührung zum Boden? Kannst du dich an diesen Berührungsflächen zum Boden hin lösen? Und du spürst vom Unterschenkel zur Ferse und von der Ferse zu deinem ganzen Fuß und zur Fußsohle. Und spüre deinen Fuß in diesem Strumpf und fang an, mit den Zehen ein wenig zu spielen, die zu bewegen, in den Grenzen deines Strumpfes, sodass du immer wieder neu in Berührung kommst. Und dann lässt du auch das wieder. Nimm auch das linke Bein nochmal in seiner Gesamtheit wahr. Und spür dich dann nochmal diese ganze lange Strecke vom Kopf über den Rücken und das Becken, die Beine hin zu den Füßen. Hat sich durch dieses Durchspüren schon etwas verändert? Sind die Spannungen stärker geworden oder haben sie sich abgeschwächt? Und dann ziehst du die rechte Ferse zu dich heran, sodass sich der Fuß dicht vor deinem Becken abstellt und einen Platz findet auf der Matte. Und wenn der Fuß gut steht, folgt auch der linke Fuß und begleitet dieses Heranziehen des Fußes mit der Aufmerksamkeit auch, wie dieser Fuß sich eigentlich von der einen Lage in die andere hineinbewegt. Welche Gelenke bewegen sich mit? Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Und stell dann auch den linken Fuß gut auf die Matte. Und dann geht deine Aufmerksamkeit nochmal zum rechten Fuß und du schiebst ihn nochmal aus. Die Zehen streben Richtung Mattenende. Und deine Aufmerksamkeit gilt auch wieder diesem Miteinander der Gelenke. Hüftgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk. Wie agieren die miteinander? Und wenn das Bein lang wieder am Boden liegt, lass es wirklich los, einen Moment ruhen, bevor du wieder den Rückweg antrittst. Mit deiner Ferse eine Spur
über die Matte ziehst, sodass der Fuß sich allmählich wieder aufstellt, nah beim Becken. Spür die Verbindung von der Fußsohle über das Fußgelenk, den Unterschenkel zum Knie, das jetzt deckenwärts gerichtet ist. Spür den Oberschenkel hinunter, die Verbindung des Oberschenkels über das Hüftgelenk mit deinem Becken. Und dann strebt dein Knie Richtung Brustkorb. Du ziehst das Bein zu dir heran und hältst es mit beiden Händen fest. Du kannst die Hände ineinander so verschränken, sodass das Knie sich da ein bisschen einhängen kann. Nimm wahr die Beugung in deinem Hüftgelenk, in deinem Kniegelenk. Und was macht dein Fußgelenk? Ist es auch gebeugt? Ist es angespannt? Oder hängt der Fuß gelöst Richtung Boden? Beginne wieder ein bisschen mit deinem Fuß zu spielen, die Zehen zu bewegen, zu beugen, zu strecken. Vielleicht kannst du sie auch mal spreizen und wieder zusammenziehen. Und dann gehst du weiter zu deinem Fußgelenk und probierst aus, welche Bewegungsmöglichkeiten hast du in deinem Fußgelenk. Du kannst das Fußgelenk beugen und strecken. Du kannst aber auch deinen Fuß drehen. Spiel ein wenig damit, erkunde die Möglichkeiten der Bewegung. Und dann kannst du auch einmal versuchen, deinen Fuß etwas auszuschütteln. Geht das oder ist der sehr gehalten? Und dann lässt du ihn allmählich wieder zur Ruhe kommen. Lege dann deinen Fuß auf das aufgestellte linke Knie und beginne mit deinen Händen den Fuß zu berühren. Erforsche mit deinen Händen die Form des Fußes. Was kannst du wahrnehmen? Spür auch das Fußgelenk noch einmal, umrunde es mit deinen Händen. Berühre deinen Unterschenkel, die Vorderseite, wo du das Schienbein deutlich unter der Haut spüren kannst, und auf der Rückseite eher die weiche Seite, die Muskulatur. Streichst du kräftig mit deinen Händen darüber oder ist eher eine zarte Berührung? Du kannst die Form erkunden, aber auch ein wenig von der inneren Struktur, von den verschiedenen Gewebeschichten wahrnehmen.
Und dann berühren deine Hände dein Knie, die Vorderseite mit der Kniescheibe, die Rückseite mit der Kniekehle. Vielleicht hältst du eine Hand in der Kniekehle und die andere auf deinem Knie und spürst den Raum, der dazwischen liegt. Und dann berührst du weiter dein Oberschenkel, umrundest ihn, streichst ihn ab. Und verbindest dein Bein mit deiner Hüfte, deinem Becken. Beende diese Berührung allmählich und zieh das Knie nochmal zu dir Richtung Brustkorb und fass es mit deinen Händen. Und spiel noch einmal so mit deinem Fußgelenk, schüttel es nochmal aus. Und dann gleiten deine Hände so, dass sie nur den Oberschenkel von der Rückseite her umfassen. Und du beginnst, dein Knie zu beugen und zu strecken. Wie weit magst du das Knie strecken, den Fuß Richtung Decke, Zimmerdecke bringen? Spürst du deine Dehnung? Lass immer wieder auch los und such einen neuen Weg, sodass du auch die Bewegungsmöglichkeiten deines Kniegelenkes erforscht. Und du kannst auch das ganze Bein in dieser Position ausschütteln. Geht das leichter? Was macht der Fuß? Und allmählich kommst du wieder zur Ruhe. Senkst den Unterschenkel ab und suchst mit dem Fuß die Berührung des Bodens, bis der Fuß sich wieder ganz aufgesetzt hat und Stütze findet am Boden. Deine Hände legst du wieder ab, so wie es für dich bequem ist. Und dann gleitet dein Fuß nochmal Richtung Mattenende aus, sodass sich das ganze Bein in seiner Länge ablegt. Und du legst das linke Bein daneben. Wie kommen deine beiden Beine am Boden an? Gibt es einen Unterschied zwischen der rechten und der linken Seite? Wie nimmst du deine Lage jetzt wahr? Und dann ziehst du die rechte Ferse wieder Richtung Becken, dass die Fußsohle sich aufstellt.
Und dann folgt auch der linke Fuß sieht eine Spur über die Matte, bis der Fuß sich auf der Matte aufstellt. Nimm deine Fußsohle wahr. Wie berührt die Fußsohle den Boden? Spüre über dein Fußgelenk zum Unterschenkel. Vom Unterschenkel über das Knie zum Oberschenkel. Und das Gewicht deines Oberschenkels trifft auf dein Hüftgelenk und wird weiter über das Becken an den Boden abgegeben. Und dann ziehst du dein linkes Knie brustwärts und umfasst es mit deinen Händen. Wie verändert sich die Auflage deiner Schultern, wenn du dein Knie umfasst? Nimm auch nochmal diese Verbindung von Schultern, Armen, Händen und deinem Knie wahr. Und dann richtest du deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Fuß und beginnst mit den Zehen zu spielen, die Bewegungsmöglichkeiten deiner Zehen zu erkunden, deines Vorderfußes. Und dann die Bewegungsmöglichkeiten deines Fußgelenkes. Ein Beugen und Strecken oder auch ein Hin- und Herwenden, ein Drehen, was ist möglich? Und du kannst dann auch nochmal versuchen, deinen linken Fuß auszuschütteln. Eine freie Schüttelbewegung. In welche Richtung bewegt sich dann der Fuß? Oder bewegt er sich gar nicht, weil er sehr gehalten, sehr fest ist im Fußgelenk? Kannst du da ein wenig freigeben? Und dann lässt du die Bewegung auch wieder ausklingen und legst deinen linken Fuß oder deinen linken Unterschenkel auf dein rechtes Knie. Und dann berührst du mit deinen Händen deinen Fuß, ertastet ihn. Die Fußsohle, die einzelnen Zehen. Aber auch die Oberseite deines Fußes. Wie nimmst du die unterschiedlichen Strukturen deines Fußes wahr? Und wechsel mit den forschenden Bewegungen deiner Hände, die vielleicht ein wenig fester auch ins Gewebe eindrücken, immer mal wieder mit streichenden Bewegungen
die eher der Form deines Fußes nachfahren. Und dann auch den Fuß über das Fußgelenk mit deinem Unterschenkel verbinden. Nimm die Oberseite mit dem Schienbein wahr, die untere Seite, die Wade. Und allmählich kommst du zu deinem Kniegelenk. Wie unterschiedlich fühlt sich die Innenseite, die Kniekehle an, im Vergleich zur oberen Seite, dort wo die Kniescheibe ist. Lass deine Hände einen Moment dort ruhen. Spür die Berührung auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Und vielleicht entsteht so auch ein Gefühl für den Raum zwischen deinen Händen, den Raum deines Knies. Und dann streichst du mit deinen Händen weiter Richtung Oberschenkel, umhüllst ihn mit deinen Händen der Form nach, aber auch den Oberschenkel kannst du wieder ja auch erkunden, indem du etwas fester in das Gewebe hineingreifst, das Gewebe gegeneinander verschiebst, um auch ja die innere Struktur des Oberschenkels ein bisschen wahrzunehmen. Und verbinde dann auch den Oberschenkel mit deinem Becken. Und dann ziehst du das Knie wieder Richtung Brust und umschließt es wieder mit deinen Händen, die es halten, in dieser gebeugten Position. Bewege noch einmal dein Fußgelenk. Wenn du magst, schüttelst du es nochmal aus. Und dann gleiten deine Hände nach hinten Richtung Oberschenkel und fassen und stützen den Oberschenkel, sodass das Knie und der Unterschenkel frei wird und du dich im Kniegelenk beugen und strecken kannst. Probiere aus, was möglich ist, auch in die Streckung zu gehen, deine Fußsohle, deine Ferse vielleicht noch ein bisschen mehr deckenwärts streben zu lassen. Und nehme wahr, was auf der Rückseite deines Beines geschieht. Komm aber auch immer wieder in die Beugung. Spiel ein wenig mit der Bewegungsmöglichkeit, die du in diesem Scharniergelenk hast. Und dann lässt du das auch wieder sein und wenn du magst, schüttelst du das ganze Bein nochmal aus.
kann das eine ganz gelöste Bewegung sein. Vielleicht musst du auch jetzt nicht mehr das Bein halten. Und dann lässt du das Bein allmählich wieder Richtung Boden sinken. Der Fuß berührt ganz gelöst im Boden und setzt sich dann ganz sacht wieder auf, bis er wieder Stütze findet. Und wenn er die Stütze gefunden hat, dann gleitet der Fuß von den Zehen geführt wieder Richtung Mattenende aus und legt sich lang ab. Und das andere Bein legt sich daneben. Spür wieder nach, wie beide Beine sich abgelegt haben, ob es einen Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Bein gibt. Der rechten und der linken Beckenseite. Und lass deine Aufmerksamkeit dann noch einmal durch den ganzen Körper schweifen. Was kannst du wahrnehmen? Wie liegst du jetzt auf? Hat sich etwas in deinem Liegen verändert? Wie ist deine Stimmung? Und dann ziehst du einen Fuß nach dem anderen wieder zu dir heran, bis beide Beine nahe beim Becken sich wieder auf der Matte abstellen können. Und dann greifst du zu deiner Handtuchrolle und legst sie auf die rechte Seite, sodass sie parallel zu deinem Becken und zu deinem Oberschenkel liegt. Und du pendelst mit deinen Knien nach links, sodass sich das Becken etwas anhebt, und schiebst die Handtuchrolle unter dein Becken, unter die große Gesäßmuskulatur. Und komm dann wieder an und lass das rechte Bein ausgleiten. Das linke Bein bleibt stehen. Wie nimmst du die Berührung zu diesem Handtuch unter deinem Becken wahr? Ist es gut zu spüren oder kaum? An welcher Stelle nimmst du deutlich wahr, dass das Gewicht deines Beckens durch das Handtuch zum Boden geht? Und wo sind die Berührungen vielleicht zarter? Spürst du auch die Berührung des Handtuchs an deinem Oberschenkel? Versuche die ganze Länge dieses Handtuches zu spüren und wie es dich berührt. Und suche durch das Handtuch durch den Weg Richtung Boden. Lass die Schwerkraft wirken, sodass sich dein Becken und auch dein rechtes Bein immer mehr diesem Handtuch überlassen können.
und spür nach, wo dein Unterschenkel oder vielleicht auch nur dein Fuß den Boden berührt und ebenfalls getragen wird. Und dann spüre zur oberen Seite deines Oberschenkels die Verbindung zur Leiste, zu deinem Bauch. Wie empfindest du diesen Bereich? Gibt es da Spannungen, ein Ziehen? Oder ist das ganz gelöst? Wenn du magst, streichst du einmal vom Bauch über die Leiste den Oberschenkel hinunter, so weit wie du reichen kannst. Leg deine Hand dann wieder ab. Spür nochmal dein Bein, wie es sich jetzt auf dem Handtuch abgelegt hat. Und dann geht deine Aufmerksamkeit zum linken Bein, zum linken Knie. Und du beginnst mit dem linken Knie nach rechts zu pendeln. Neigst es immer mehr nach rechts. Und dein Gewicht verlagert sich auf der rechten Seite ein wenig auf dem Handtuch. Und komm dann auch mit dem Knie wieder mittig zurück. Und du bewegst es wieder nach rechts. Vielleicht noch ein Stückchen weiter. Was kannst du durch diese Lageänderung vielleicht deutlicher noch spüren? Wie verändern sich die Berührungsflächen deines Beckens und deines Oberschenkels auf dem Handtuch? Aber was bekommst du durch den Druck des Handtuches vielleicht auch intensiver von der Struktur unter deiner Haut wahr? Gibt es da etwas zu lösen? Umspiele vielleicht die Stellen, die sich fester anfühlen, indem du ein bisschen hin und her pendelst und immer wieder durch das Material zum Boden hinspürst. Und dann sucht das linke Knie auch wieder die Mittelposition, der Fuß steht wieder richtig flächig auf. Und dann stellt sich auch der rechte Fuß auf. Der Oberschenkel verlässt das Handtuch, aber der Druck, den dein Becken von dem Handtuch empfängt, der verstärkt sich vielleicht. Und dann beginnst du mit beiden Knien, dich nach rechts zu wenden. Verlagerst dein Gewicht weiter nach rechts. Spürst, wie dein Becken über dieses Handtuch rollt, was sind da für Empfindungen, was bekommst du für Informationen. Vielleicht spürst du tief unter der Gesäßmuskulatur noch andere Muskeln auf, die noch gelöst werden möchten.
Spiel auch mit dieser Gewichtsverlagerung. Führ die Knie zwischendurch immer wieder in die Mittellage zurück, bevor du dich wieder neu auf den Weg machst. Begleite mit deiner Aufmerksamkeit den Hinweg genauso wie den Rückweg. Und allmählich beginnen deine Knie sich nach links zu wenden, sodass das Gewicht sich immer mehr vom Handtuch entfernt, du das Handtuch wegnehmen kannst und dann ganz sacht dein Becken wieder an dem Boden ablegst. Wie kommst du da an? Wie nimmst du dich am Boden wahr? Und wenn du magst, lässt du ein Bein nach dem anderen ausgleiten, sodass du mit lang abgelegten Beinen nachspüren kannst. Vergleiche wieder die rechte und die linke Seite. Und lass aber auch deine Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper schweifen. Bezieh deinen Kopf, deine Schultern, deine Arme und Hände, deinen ganzen Rücken mit in deine Aufmerksamkeit hinein. Und dann stellst du wieder beide Füße dicht ans Becken. Legst das Handtuch auf die linke Seite, parallel zum Becken und zu deinem Oberschenkel. Wendest deine beiden Knie nach rechts, bis sich deine linke Beckenseite vom Boden ein wenig abhebt und du schiebst die Handtuchrolle so ziemlich mittig unter deine Gesäßmuskulatur, unter dein Becken, aber auch unter einem Teil deines Oberschenkels, den du jetzt auf das Handtuch ablegst. Das linke Bein ist jetzt abgelegt, das rechte Bein ist aufgestellt. Wie berührt dich auf deiner linken Seite das Handtuch? Wie empfindest du die Begegnung mit diesem Handtuch? Kannst du die ganze Länge dieser Rolle spüren? Auch die Berührung am Oberschenkel? Wie weit reicht diese Berührung? Geht sie bis dicht vors Knie? Oder ist es noch ein ganzes Stück bis dahin? Und spür dann auch weiter Richtung Unterschenkel und Fuß. Und spür auch dort die Auflagen deines linken Beines. Kann dein linkes Bein ruhen, Stütze finden auf dem Handtuch und auf dem Boden?
Folge dem Gewicht deines Beckens und deines Beines, indem du durch das Material durch Richtung Boden spürst. Spür auch nochmal zur Vorderseite hin, diese Verbindung von deinem Bauch über die Leiste zum Oberschenkel. Wie empfindest du die Vorderseite deines Beines, deines Beckens? Gibt es da Anspannung oder ist das gelöst? Und du kannst doch da noch einmal mit der Hand über den Bereich streichen, vom Bauch Richtung Oberschenkel. Ist es möglich, dich auch auf dieser Vorderseite noch ein bisschen mehr zu lassen und durch den Beckenraum und den Raum deines Oberschenkels hindurch bodenwärts zu spüren und dich immer mehr zu lösen? Und dann beginnt dein rechtes Knie sich nach links zu neigen. Dein Becken rollt etwas weiter nach links, das Gewicht verlagert sich. Und du spürst vielleicht nicht nur eine Veränderung in der Berührungsfläche, sondern auch tief in deiner Muskulatur, dass andere Bereiche angesprochen werden. Was nimmst du wahr? Führ das Knie auch immer wieder mittig zurück, um dann den Weg neu aufzunehmen. Dieses Neigen zur linken Seite. Und wenn dir das zu wenig Impuls ist, du das vielleicht noch deutlicher spüren möchtest, dann stellst du auch deinen linken Fuß wieder auf die Matte und neigst dann beide Knie gemeinsam nach links, sodass sich dein Becken über dieses Handtuch hin und her bewegt, wenn du die Knie dann wieder zur Mitte führst. Begleite diesen Weg, den dein Becken auf diesem Handtuch zurücklegt, mit deiner Aufmerksamkeit. Spüre durch die Haut nach innen, was bewegt sich damit, wie empfindest du deine Muskeln, sind sie gelöst und weich, schmiegen sich an das Handtuch an oder gibt es in der Tiefe Festigkeit, Anspannung? Und ist es dir möglich, dich auch ganz von innen heraus nochmal zu lösen, bodenwärts zu spüren? Und allmählich beendest du dein Suchen und Bewegen und lässt jetzt die Knie nach rechts
pendeln, bis deine linke Beckenhälfte sich vom Handtuch löst, du es wegnehmen kannst und ohne Handtuch wieder am Boden ankommst. Wenn du magst, lässt du wieder einen Fuß nach dem anderen ausgleiten oder du spürst mit aufgestellten Füßen nach. Wie empfindest du jetzt die linke Seite im Vergleich mit der rechten? Nimm die Auflagefläche deines Beckens am Boden wahr, die ganze Breite. Aber auch, wie sich deine Beine und Füße abgelegt haben. Spür dann aber auch nochmal zum Kopf hin, zu der Auflagefläche deines Hinterkopfes. Spür weiter über den Hals, zum oberen Rücken und den Schultern. Zu deinem rechten Arm und deiner rechten Hand. Zu deinem linken Arm und zu deiner linken Hand. Und nimm dich dann nochmal in der ganzen Länge vom Kopf über den ganzen Rücken zum Becken. Und von dem Becken zu den Füßen war. Wie liegst du jetzt? Hat sich etwas verändert in deiner Lage, in deinem Gestimmtsein? Und dann beginnst du dich auszuräkeln, zu dehnen, dich ganz lang zu machen, von den Beinen und Füßen aus, aber auch von den Händen und Armen aus. Vielleicht magst du dich aber auch einrollen, ganz klein machen, nochmal deine Knie zu dir heranziehen und mit angezogenen Knien nach rechts und links pendeln, sodass du nochmal über die ganze Rückseite rollst. Beginne frei zu spielen, dich zu bewegen, den Boden zu nutzen, um vielleicht auch in andere Positionen am Boden zu kommen. Und diese Stunde für dich zu einem guten Abschluss zu bringen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis wir uns wieder hören.